Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Zuseher zu Hause und auf der Galerie. Die heutige aktuelle Stunde betrifft das Thema Landwirtschaft. Da gibt es allerhand zu besprechen bzw. aufzuzeigen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe von Idealisten geführt und bewirtschaftet werden. Der größte Teil wird im Nebenerwerb bewirtschaftet. Das heißt, in der Regel geht der Bauer noch einer zusätzlichen Tätigkeit nach. Dieses dabei erwirtschaftete Einkommen wird dann wiederum in die Modernisierung der Gebäude und der Gerätschaften investiert. Logisch ist für uns hoffentlich alle, dass nur dadurch eine vernünftige, nachhaltige und wirtschaftliche Betriebsführung möglich ist. Die Ertragssituation seit dem EU-Beitritt ist schlechter geworden. Ein wesentlicher Bewirtschaftungsschwerpunkt in Österreich ist die Milchviehhaltung. Der Mitbewerb in der Milchviehhaltung ist zum Beispiel Holland, wo die Strukturen ganz anders aufgebaut sind. Die Stahlgebäude sind in Holland mehrere Stockwerke hoch. Die Nitratbelastung ist mittlerweile dort so hoch, dass sogar die EU eingreifen musste und die Bewirtschaftung dort in dieser Art beendete. Die Nutzböden sind dort für mehrere Jahre mit Nitrat übersättigt. Aber was hat das mit Österreich zu tun? Ganz wesentlich ist, dass unsere Bauern in ihrer kleinstrukturierten Betriebsform nicht mit dieser in der EU konkurrieren können. Die aktuelle Situation ist in Österreich besorgniserregend. Unsere hochwertige, nachhaltig und umweltschonend produzierte Milch wird zu Käse verarbeitet und dann nach Italien exportiert. Die Milch in unseren Verkaufsregalen kommt dann nach Holland. Zurzeit war sogar einmal von einer Milchknappheit die Rede in den Medien. Ich als Oberösterreicher, der eine Land- und Forstwirtschaft betreibt, weiß, was es heißt, die Strukturen in den Bergen aufrechtzuerhalten. Bei der Bewirtschaftung der Bergwiesen muss das Kostenverständnis beiseite gestellt werden und der Gedanke im Hinterkopf sein, dass die Wiesen für unsere Nachfahren erhalten bleiben müssen. In Österreich bekommt der Bauer für einen Liter Milch ca. 40 Cent und mit diesem Preis ist ein Überleben nicht möglich. Logisch ist, dass damit eine Betriebsführung auch nicht möglich ist. In meiner Heimatgemeinde, der flächenmäßig größten Gemeinde in Oberösterreich, gibt es mittlerweile keine Milchkuh mehr. Ich habe mich mit meinem Freund Manfred Heimbuchner diese Sache angenommen und wir haben bereits ein Projekt zu dieser Ertragssituation der Landwirte erarbeitet und dieses ist bereits in Umsetzung. In den Bergregionen. In den Bergregionen ist die Milchproduktion und die Kälbermästung die gängigste Form der Bewirtschaftung. Wir können in Oberösterreich zum Beispiel nur mit hoher Qualität einen höheren Erlös erzielen. Anhand dieser Gegebenheiten haben sich beginnend im Almtal und später auch im Kremstal drei Bauernfamilien zusammengefunden und beliefern mittlerweile Biller und Spar. Die allseits bekannte A2-Milch wurde geboren, ein Produkt, das auch Allergiker genießen können. Bei uns in Oberösterreich wurde die A2-Milch auch in den Schulmilchaktion aufgenommen und mittlerweile sind die Bestellungen an der Kapazitätsgrenze angelangt. Dadurch konnte die Erwerbssituation wesentlich verbessert werden und die Konsumenten sind auch bereit, für einen Liter nachhaltig produzierte Milch 2 Euro zu bezahlen. Besorgniserregend ist, dass für den Bauer der wichtigste Tag im Leben die Abgabe der Förderanträge auf den Bezirkskammern ist und eine positive Abhandlung ausgegangen werden kann. In der Forstwirtschaft ist die Situation ähnlich und die Holzpreise haben sich in den letzten 20 Jahren nicht verbessert. Im Jahr 2018
hatten wir einen Festmeterpreis von 40 Euro, wo wiederum gerade die Erntekosten abgedeckt waren. Danke.